Hat er bestimmt. Verteidigen kann er ja kaum. Er hat auch ein bisschen besser liegen können, das schon, aber hat er schon gut gemacht. Also ein bisschen. Versucht's mal und kriegt jetzt auch wieder nichts Schönes für ihn. Er könnte jetzt versuchen, die Kombi hier, also die gelbe und die blaue, wird auch zu. Also er versucht jetzt mit der 1 die 2 zu machen. Das Schiedsrichter guckt ganz genau, das kann Paul noch. Ja. Hat er, da habe ich jetzt Quatsch erzählt. Da hat er was ganz anderes versucht. Oh Quatsch, bin ich nicht so aus, war Blödsinn. Danke. Ich habe nicht gesehen, dass da noch was Lochbares lag. Da konnte er noch was in die Mitte machen. Ja, ich sage ja, wir können ja auch hier live auf den Tisch gucken, dann ist das schon was anderes, als wenn man so auf dem, wenn ich auf dem Bildschirm sehe, bin ich immer ein bisschen. Ja, obwohl das ist jetzt eher ein Elfmeter. Sehr schön, gelocht und gelocht gelöst. Und vorgelegt sozusagen. Die Frage ist, der hat da Stellung. Kommt er an die 2 ran? Scheinbar ja. Scheinbar ja. Die hätte ich liegen lassen. Obwohl, nee. er ist besser. Er liegt ja. So denkt er nicht. So denkt er nicht. Ne? Weil er will es fertig machen. Ja. Er denkt so, der will jetzt den Gegner nicht mehr ranlassen. So. Und dann. Ne? Wenn man sich unsicher ist, ob man, ne, dann muss man sowas liegen lassen. Aber. Also ich wäre unsicher, ich würde sowas liegen lassen. Weil dann ist das schon mal mein Loch. Ja, genau. Siehst du, ein Ding oder nicht? Auch wieder, was ich vorhin sagte. Zu schnell. Ah ja, an seine Reaktion abzusehen, einfach ein bisschen unkonzentriert. Das ist schade. Aber ich glaube, sowas kann beim Billard besonders gut passieren. Wenn man denkt, ja, dann haue ich die da rein, die haue ich da rein, die haue ich, mach das ist mal man eben. Ist man schon drei man, Stöße weiter? Ja, man ist drei Stöße weiter und haut, macht dann irgendwie sowas, wo man sagt, ach, ganz genau so ist es. Wie blöd bin ich. Wow. Sehr schön, läuft ein bisschen weit. Ja, das sollte ja nicht so. Nicht gut gelaufen. Ne, jetzt kann er weder die 11 noch die 12 spielen. Und für die 10, ich weiß nicht, ob die 6 das Loch blockiert oder ob die versucht er die dann, also versucht sie glaube ich das zu locken, wenn ich das verstanden habe. Das kann er schaffen. Aber das wäre ganz. Entweder da nebenher noch ein bisschen Platz. Nein, okay, nicht. Aber immerhin, dass sie rausgeht. Ja, das ist auch wichtig. Ist ja. auch nicht so schlecht. Dann hat sie eine 10 oder was ist das? Die blaue, ich weiß gar nicht. Ja. Die hat er ganz gut. Nein, jedenfalls besser. Nee. Er hat sich nicht verschlechtert, sagen wir so. Wenn er nochmal drankommt. Das ist natürlich beim Manfred so ein bisschen eine kleine Schwierigkeit. Obwohl er kommt direkt an die 6. An die Grüne. Dann ja, das macht er auch. Ja, das geht. Okay. Sehr gut. Dann lacht er doch keine Schuld. Da kann man sehen, dieser leichte Ball vorhin, den er so überhastet gemacht hat, diesen macht er ganz ruhig. Ja. Und schon ist alles gut, ne? Ja, manchmal wirklich so die leichten Bälle ja. Haut man dann eher, weil man sich eben nicht genug konzentriert. So sieht das aus, ja. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich manchmal ist man einfach zu weit. Du denkst auch gerne weit? Ja. Dann kannst du das ja nachvollziehen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut gelaufen mit Stellung. Ja, immer so irre aus, finde ich, wie er mit seinem Rollstuhl um den Tisch halt. Das ist so. Sieht so aus, als wenn er mit dem Tisch verbunden ist. Ja, ne? Ja, er benutzt den Tisch immer noch so. Ja, als wenn er an irgendeinem so ein Teil längs fährt, was einfach dazugehört. So. Sehr beeindruckend. Hat im Moment auch eine richtig gute Phase beim Spiel. Ja, sehr schön. Auch mit Stellung. Ruhig. Ah, da war ein bisschen Glück. Eng mit der Mitte, so. Aber. Ist gut gegangen. Und das sollte jetzt beim Spiel sein. Dann steht es 2-1. Dann steht es 2-1, ja. Jetzt um der Hill. Jetzt verstehe ich auch um der Hill. Ja, sehr schön.
starke Vorstellung. Wie heißt der gute Mann im Rollstuhl? Manfred Gatting. Das ist der Herr Gattinger. Das hat der Gattinger richtig gut gemacht gerade. Sehr souverän. Und hat sich auch nach seinem seltsam überhasteten Stoß scheinbar zusammengerissen. Das hat er wohl gemerkt. Ja. Er merkte so, scheiße, ich muss mich mehr konzentrieren. Halt sich zusammen. Danach hat er keinen Fehler mehr gemacht. Genau, richtig. Somit auch führt er für die 2-1. Hat sein Gegner vielleicht auch ein bisschen nachher konsterniert, wenigstens, aber wenn du so mit 3 Kugeln am Tisch verlierst, ist schon so ein bisschen so. Würde ich scheiße finden. Wieso? Ja, weil das so hoch ist. Aber nee, das, so denken wir ja schon nicht. Nee, also ich würde so denken. Weil das ist so. Das zählt man überhaupt nicht. Okay. Weil es passiert ja auch immer wieder mal, dass man mit 8 Kugeln auf dem Tisch verliert. Weil wenn der Gegner dann immer gar nicht rankommt. Ja, dann würde ich ihm den Kühl nochmal in den Nacken schmeißen, wenn da sowas passieren würde. Hier, jetzt Achtung, Spannung, der Anstoß. Ja, können es beide. Ich nehme alles zurück. Jetzt kommt es natürlich drauf an, ne? 3-1 oder 2-2. Genau, er kann jetzt den Sack zumachen oder es wird ganz spannend. Also jetzt sagt er, jetzt kommt was Interessantes. Es ist ja noch nicht entschieden. Das heißt, er wird jetzt mit der Vollen die Halbe lochen und hat dann die Halben. Okay. Also er darf in dem Moment ja noch die Vollen, weil es ja noch nicht entschieden war. Weil es noch nicht entschieden war, alles klar. Und das hat geklappt, das hat er die Halben. Er entscheidet sich für die Halben. So. Sinnige Entscheidung. Also, soweit ich das schon hier aus beurteilen kann. Ja, jetzt hat er nur wieder keine richtige Fortsetzung. Wenig wirklich. Was er jetzt tut. Ah, die Mitte. Ja. Ja, das ist ein bisschen knapper, sondern ja. Wirklich schwierig. Kann er sich auch ärgern, wenn er super abgelegt. Kann er sich ein bisschen ärgern, das ist jetzt sehr schwierig. Sonny. Gelbe wie ein. Was? Welche? Die volle gelbe. Aber ja. Ich würde die 6 versuchen, ne? Ja, also die 6 versuchen. Ist auch, ich glaube, weniger. Wenn die schon mal da liegt. Die macht irgendwas. Gut. Jetzt die 1 oder die? Ja, ich entscheide mich dafür das Mittelloch. Ja, das ist jetzt ja. Das ist ja immer noch super ausgeglichen, ne? Also. Kann man jetzt irgendwie sagen, dass irgendjemand im Vorteil wäre bei diesem jetzt, ne? Nee. Nicht wirklich. Also, ich glaube, wenn er jetzt einen Einsteiger schafft, kann es dann auch schnell vorbei sein. Den kann schnell vorbei sein, ja. Aber den muss er jetzt auch erstmal schaffen, denn dann macht das souverän. Ja. Er macht das wirklich souverän. Also, das traue ich ihm jetzt zu, dass er das fertig macht. Weil da liegt jetzt eigentlich keine ja. Kugel mehr, die irgendwie blockiert ist. Also so. Und deswegen ganz gut vor den Löchern. Aber jetzt noch. Diese Stöße macht er schön. Das sieht nach was aus. Doch nicht mal so als Laie. Ich weiß nicht, ob er irgendwie jetzt ob er das vorhatte, so, aber mal gucken, wenn er jetzt so drin noch. Ja, alles gut. Ah, der ist jetzt aber eindeutig nicht weit genug gelaufen. Nee. Oder zu weit, weil ich denke, er wollte jetzt auf 15 Mitte stellen. Aber die 15 da ja. In der Mitte laufen. Ja. Jetzt, das hatte er wohl vor, aber das wird jetzt nichts. Genau, und jetzt kommt er eigentlich nur an die 14 ran, denke ich. Kann er natürlich da lang versuchen, aber das ist so ein langer Weg und ich bin an der Bande.
Also schwierige Aufgabe. Das können die Jungs ja gut lang an der Bande. Das kann ich überhaupt nicht mehr. Ah, sehr gut. Wow. Und noch mit so mit Qualität, sagt man. Also das war wirklich die Kugel auch da gehalten hat. Nicht mitgelaufen. Ja. Das war nach Können auch in der Höhe. Ah, die war wieder ein bisschen zu laut. Ja, ja, da war er schon wieder bei der anderen. Genau. Also Franz hat nochmal die Chance. Ah, das wird schwer. Wird schwer, vor allem weil eine 3 liegt jetzt auch blockiert. Die 3 kann er nicht da unten reinspielen, da muss er irgendwas tun. Die 5 liegt auch so ein bisschen fies da an der Bande, da muss er erstmal eine 5. Stellung drauf kriegen. Mal sehen, was er aufmacht. Das macht er gut. Okay, die Stellung auf 5 hat er schon mal. Na, was macht er mit der 3? Okay. Das ist das, was mir passiert, wenn ich an so einer langen Bande und jetzt auch noch ein Foul. Ach. Das ist jetzt natürlich das Höchststrafe. Das ist ganz dumm gelaufen. Da wollte er viel und hat gar nichts. Genau, mehr. Da wollte er hin. Ich meine, ihm blieb ja auch nichts anderes übrig. Also, sich da noch zu Wehr zu setzen. Ja, das ist doch auch die Frage. Also, so, ja. Ich dachte gerade, die Kugel liegt da. Er hat ja einen Foul, da kann sie ja legen, wo er will. Das ist jetzt natürlich. Das kann spielentscheidend sein. Ja, ich würde denken, was macht er jetzt? Das fühlt sich bald so an. Sehr schön macht er das. Und war es zu weit genug? Wow, okay. Ja, sehr gut. Also man kann sagen, wenn er den jetzt reinhaut, er hat es verdient. Ja, doch. Also so grundsätzlich war das Spiel weg. Ja, er hat seinen Gegner gut im Griff gehabt. Sehr schön. Gut, ich verabschiede mich dann. Ich sag mal allen Billard-Freunden einen schönen Tag noch. Wir haben 12:30. Genießt den Tag, genießt die Spiele. Das macht bestimmt Spaß. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Kommentieren. Dankeschön und herzlichen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Vielen Dank, ich bin sehr froh, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche euch was. Ich mache auch kurz eine Pause, bis wir das nächste Spiel anfangen. Thank you.
Der hat den Handel Lärmkorb zum 2. und dann den letzten.
Thank you.
Thank you.
I'm not.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Also es gibt schon ja viele, also ich zum Beispiel fahre auch zu sehr vielen Turnieren, fahre viel in der Gegend rum und so, da muss man schon ziemlich enthusiastisch für sein. Ja, aber das glaube ich. Aber man braucht auch viele Supporter, das ist ganz wichtig, ne? Familie, Freunde, die das unterstützen. Aber ich sage immer wieder, also wer Billard spielt, der wird ganz schnell merken, dass wir eine ganz große Familie sind und jeden mit offenen Armen empfangen. Ja, das ist mal das Schöne. Man kennt dann irgendwann in ganz Deutschland Billardspieler. Also, wenn ich jetzt irgendwie in eine andere Stadt umziehen würde. Wo der Club ist. So, kleine technische Probleme, jetzt sind wir wieder da. Ja, man kennt auch einfach schon die ganzen Vereine, ne? Innerhalb Deutschlands. Und was natürlich tatsächlich manchmal ein bisschen gruselig ist, ist, wenn man irgendwo, weiß nicht, auf einem Konzert in einer anderen Stadt ist und einfach noch eine Runde Billard spielen will und man geht in ein Billardlokal, dann kommen da drei Leute auf einen zu, begrüßen einen mit Namen und man denkt sich, wer ist. Okay, das passiert dann dir, ne? Natürlich, man kann halt auch nicht jeden kennen, aber viele werden. Ja, weil du bist natürlich dann doch auch. Du bist bekannt, also ist normal, dass du dich. Okay, wir müssen ein bisschen leiser reden, weil offenbar versteht man uns am Tisch. Und das natürlich dann auch, kann dann sehr störend sein. So, das ist mein offener Tisch. Die 12 liegt, glaube ich, sehr, sehr dicht an der Bande, aber wahrscheinlich auch vor dem Mittellauf. Die halben da tatsächlich die bessere Wahl, wenn es schwierig auch spielt. Aber auch jetzt mit der Oma ist natürlich die Perspektive, ne, komplett andere, wie man selber gewohnt ist. Man muss übers Grill schauen. Man weiß nicht, wo die Weiße und wo vorne das Leder an der Weiße ist. Man einfach nicht so reines Gefühl. Und so wie es ausschaut, kann man die Partie auch locker runterspielen, wenn er sich gar kein Fauxpas mehr erlaubt. Ich spiele die Kombi auf 12 Mitte. Ich lasse beide reinfallen. Was übrigens gewollt war, dass da hier kein Glücksstoß. Dass sie beide fallen. Könnte natürlich schon den Sack zumachen, hätte gewonnen. Die Frage ist, was er mit der 13 veranstaltet, ne? Wie spielt er jetzt? Wird er sie in die Mitte spielen wahrscheinlich und dann auf 14, 15 stellen? Für mich die Stellung nicht nachvollziehbar, weil er kann ihn eigentlich über drei Banden laufen lassen, sodass er eine super Stellung auf 14, 15 hat. Das ist jetzt wirklich die Frage, was er sich dabei gedacht hat. Wir lassen uns überraschen. Ich wollte so auf Mitte stellen, aber nicht, natürlich nicht so an die Bande kriegen. So wird es wahrscheinlich sein. Er hat jetzt ein schwerer Lauf. Bande sind immer. Ja. Geht auch zu weit. So, jetzt die Chance zum Ausgleich.
wäre natürlich spannend, dann hätten wir ein Helio. Die 7 geht auf jeden Fall. Da liegt ein Sieg für ihn, kein Problem. Also für jemanden mit seiner Spielklasse sollte das eigentlich machbar sein. Natürlich hat er auch eine super Technik, ne? Der Arm ist super gerade, geht schön durch die Weiße durch. Okay, und das muss er dann ausnutzen, weil er nicht unbedingt wieder dahin kommt. Genau, Dann wäre das Spiel auch schon vorbei. Wenn du sie nicht kriegst, du musst das Mikrofon dann hier annehmen, genau. Und hier kann man das gut sehen, dass man auch im Kreis spielen kann, ne? Hier Stopp herein, wenn es gerade liegt, scheinbar, dann die 5, 3, 6, 2 und 8, das ist einmal eine kleine Schnecke, die du spielst. Was er wahrscheinlich auch machen wird. Und das ist halt genau das, was du in meiner Region spielst, ne? Okay. Dann schreibe ich 4 Stoppbälle, die er spielen muss. Dann hat er einen Winkel auf das Bein und dann war es das schon. Genau so, ja. Erst ein Foto, dann gibt's 6. Was hier ist, Oh, okay, er spielt auf Mitte, das kann man sich auch machen. Achso, da hätte ich jetzt auch gedacht, dass das kommt. Du dachtest, es ist lang. Ich halt, ja, der Winkel ist für die Dreilage relativ gut. Wäre der aber einen Tick zu kurz gekommen und der hätte nicht so viel Winkel gehabt, hätte natürlich auch einen Stoppball auch lang gereicht. So, da lehne ich mich mal weiter aus dem Fenster. Ich glaube schon, dass das hier das 2-2 ist. Das würde ich auch nicht nochmal vorkommen lassen, dass er da die 8 versendet. Genau, das war mal sehr gut. Hallo, unser erstes Termin, der dann für die Trainer. Wie bist du zum Billard gekommen? Eine gute Frage. Ich habe tatsächlich mal mit Fußball angefangen, damals, als ich ganz klein war. Ich musste dann tatsächlich gesundheitsbedingt aufhören. Und dann hatten Freunde von uns in der Gaststätte im Billardtisch, wo ich dann ab und zu mal ran durfte. Ich war noch ganz klein, ich war 11. Und irgendwann habe ich dann aber zu Hause nur noch Trübsal geblasen, weil da einfach, weil ich nichts mehr vorhatte, nicht rausgegangen bin, kein Hobby, nichts. Dann habe ich meine Eltern zum BSC Bergedorf geschickt oder überrascht, sind da hingefahren für das Jugendtraining. Dann hatten wir da noch 7 Jugendliche, bin dann hin und habe dann gegen einen Tim gespielt. Hab dann gleich gewonnen tatsächlich, ohne Kühl, ohne alles. Der kam leider auch nie wieder. Ja, und dann hat mich Thomas Stahl trainiert. Und hab viel Zeit in mich investiert, meine ganzen Star-Allüren, sage ich mal, ich dann an den Tag gelegt habe, auch als Fragen. Ja, dann bin ich zu dem gekommen, was ich bin. Ich bin spielt in der nächsten Saison wieder in der Regionalliga beim BSC Bergedorf. Hat er auch gestiegen oder bist du quasi da an einem? Ich hatte letztes Jahr ein Angebot von einem anderen Verein, die Verbandsliga, weil ich eigentlich gesagt habe, ich will mal eine Auszeit haben. Ich habe dann gesagt, okay, dann nehme ich das mal. Und das hat mich leider ein bisschen zurückgeworfen in meinem Leistungsbüro, weil ich einfach nach dem zweiten Spieltag gemerkt habe, dass ich mich nicht so sehr anstrengen muss, um das vielleicht gewinnen zu können.
klar. Dass ich dann auch drei, vier Monate durchmache, die ich dann wieder aufholen muss, um auf ein gewisses Niveau wieder zu kommen, nach der Saison. Jetzt ist mein Freund, das ist jetzt vor 7 Monaten zusammengezogen, der Clemens Philippen, das spielt die 2. Bundesliga, kennt wirklich auch jeder in Deutschland. Den als Trainingspartner zu haben, ist schon echt gut. Also, weil wenn man dafür schießt, hat man halt auch schon verloren, was dann nicht so viel Spaß macht. Ja, und dann gewöhnt man sich halt an nichts, dass er schießt. Genau, man wird weiser in den Entscheidungen, noch konzentrierter und das macht dann doch schon wesentlich mehr Spaß und ich freue mich jetzt in einem Monat auf die deutsche Meisterschaft. Mhm. Bin mal gespannt. Das Resultat vom letzten Jahr war natürlich bombastisch. Es wird schwer, das noch zu toppen. Aber mein primäres Ziel ist einfach, das Gewehr zu zeigen, was ich im Moment spielen kann. Also mehr kann man ja auch nicht tun. Vielleicht kann man da die ein oder andere Medaille nochmal abgreifen. Ich habe definitiv meinen Titel im Neunmal zu verteidigen. Vielleicht nochmal im 14-1 anzugreifen, weil ich da... Du warst im Finale letztes Jahr, ne? Genau, ich war 14-1 und 8-mal im Finale. Ich habe zweimal leider gegen stark spielende Spielerinnen verloren. Im 14-1 gegen Melanie Wissengut, die hat mir da gar keine Chance gelassen. Und im 8-mal gegen Ina, die auch eine gute Spielerin. Und auf die Duelle werde ich mich definitiv wieder freuen. Das war eine super 8-mal-Partie. Ich glaube, das meiste wurde über das Break entschieden, weil viele Schüsse haben gar nicht gemacht, wenn überhaupt jeder ein. Und dann im neuen Mal, nachdem ich das dritte Mal im Finale stand, habe ich gedacht, jetzt muss ich auch mal gewinnen. Ja, ich habe es gesehen, das Spiel, da hast du dann auch, das war konsequent. Ich habe dann glücklicherweise auch gewonnen und im 10-Mal war dann leider auch die Luft raus. Da konnte ich dann auch nicht mehr. Aber das war schon eine super deutsche Meisterschaft und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Also ich freue mich riesig, auch wieder alle wiederzusehen. Die EM dieses Jahr im April hat mich definitiv auch nochmal geprägt. Da hatte ich das Vergnügen, gegen Jasmin Uschan zu spielen. Kennt sicherlich auch jeder in der Player-Szene. Also die beste europäische Spielerin, genau, kann man sagen. Ne? Österreichische Nationalspielerin, mehrfache Europameisterin, Vize-Weltmeisterin ist sie auch schon geworden. Das war dann auch direkt mein erstes Spiel auf der Europameisterschaft im Team. Da habe ich leider 7-2 verloren. Und dann durfte ich direkt in der Endrunde im Neunball-Wettbewerb nochmal gegen sie spielen und da habe ich dann 7-2 gewonnen. Oh, sehr gut. Und ja, das war schon ein tolles Gefühl, gegen sie zu spielen, weil das natürlich auch immer mein großes Vorbild war. Und wenn man dann selber mal gegen sie spielt und auch noch gewinnt, dann denkt man sich auf einmal im Kopf, ja, warum ist das eigentlich jetzt mein Vorbild? Ich bin deren Gegnerin. Also, das darf nicht, hoffentlich nicht mehr dein Vorbild sein. Sonst kannst du nicht gewinnen. Das geht dann nicht mehr. Und damit kann man so viel erreichen, Spaß haben. Die Reisen zwischendurch sind natürlich auch super in andere Städte. Also, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist halt auch wirklich Handicap unabhängig. Genau, gerade für Handicap. Da ist es echt eine Option. Ja. Das versuchen wir ja hier auch bekannt zu machen. Dass viele vielleicht einfach nur auf die Idee kommen, dass das eben auch ein Sport ist. Genau. So, was haben wir jetzt hier auf dem Tisch? Steht 2-2, es geht wirklich um den Sieg, wer das hier gewinnt, hat das Spiel gewonnen. Ja, jetzt ist das leider gefällt. 11 und 13 genau auf dem Tisch. Okay, natürlich. Das ist alles komplett tot. Vielleicht einen kleinen Bogenball auf die 11. Aber der ist, auch da muss ich wiederum sagen, ist schwer. Gerade weil er eben diese niedrigere Sitzposition ja hat. Und sogar ein Bogen ist dann und ja kaum möglich. Bogen rauszuhauen. Also ich habe den Shortarm gesehen, wie er einen Jump versucht hat. Der hat auch noch funktioniert. Der spielt mit ja, einem wirklich sehr kurzen Arm und dem Fuß. Also möglich ist alles, aber man muss halt auch eine gewisse Verrücktheit mit an den Tag bringen. Auch schon, also die Einarmigen machen ja auch Jumps, hast du das mal gesehen? Das ja, also das ist auch wahnsinnig. Also ich habe mal aus Jux und Dollerei im Verein Einarm-Jumps gemacht, aber wirklich Freihand. Den musst du halt schon genau treffen, auch das Ziel kaputt, ne? Also. Ja. So, jetzt haben wir
unseren Fotografen hinter uns stehen. Nochmal vielen Dank für deinen Support. Ja, gerne. Das ist ein super Team hier vor Ort. Ja, das funktioniert alles. Das ist sehr toll. Turnierleitung. Es gibt hier Helfer, die aufbauen, helfen. Schiedsrichter natürlich. Was er machen wird, was sind die Dinge so? Das sieht so aus. Oh, das war knapp, also zwischendurch. Gut gemacht eigentlich. So, das ist natürlich jetzt eine Einladung für ein Poli. Jetzt müssen wir tief eine offene Partie. Die man ausschließen kann. Und wie du sagst, in Regionen denken, jetzt fängt er unten an und arbeitet sich dann zur Mitte. Ja, arbeiten, genau. Ja, wie im Job, man fängt unten an und arbeitet sich so. Genau. Wir sind jetzt einfach durchrollen lassen, die zwei auf Mitte spielen. Dann hat er die 7, von der 7 hat er die 4 oder die 1. Mhm. Ja, da kam der Schiedsrichter wohl ein bisschen zu spät mit seiner Oma. Was ist jetzt? Er holt sich eine Verlängerung. Achso. Das sind entbehrliche Hilfsmittel. Ja. Achso, ja. Das Start, ja. Markus, nur mal als wackelig, den gefällt ihm nicht. Die Schraubverlängerung ja. Geholt für sein Kopf. Dadurch haben wir natürlich wesentlich mehr Gefühl, als wenn man mit so einer Plastik-Oma spielt. Ich hätte dann natürlich auch den Tod, dass er von links ist. Mhm. Wenn er überhaupt links ist. Aber es scheint. Ja, spielt ihn auch mit. Ja, ein bisschen nach weit gekommen, ja, ne? Ein bisschen weit. Vielleicht wollte er ihn noch tatsächlich in die Ecke spielen. Kann aber über die 1 retten. Ja, das ist schön am Achtball. Da hat man dann doch immer viel Auswahl, wenn das nicht so passt. Ne? Genau, okay. Schwer wird halt, wenn man nur noch 2 auf dem Tisch hat. Deshalb verschießt man die auch. Also ist da oft Schluss dann, weil Leuten die nicht so gut spielen. Habe ich da hinten an Tisch Nummer 7 einen Jump gesehen von einem Rollstuhlfahrer, Freihand. Und der hat auch noch funktioniert. Das ist den Bach. Jetzt bin ich tatsächlich nochmal gespannt. Das kann man schon fast als Stellungsfehler werten. Ja. Verlaufen lassen kann man jetzt nicht. Gehen. Also er kann ihn aufgrund des Fisches, weil es noch relativ glatt ist, genau ziehen, direkt auf 8. Auch die Gefahr, wenn er durchrutscht, dass er auf die Mitte abgeht. Ja. Und er lässt ihn durch 3 zum 11 laufen. Das ist eigentlich der natürliche Lauf. Ja, aber die liegen halt im Weg da, ne? Kann halt auch hängen bleiben, oder meinst du, der kommt auf jeden Fall da durch? Nee, ich hoffe, der passt genau da durch. Aha. Wenn wir von hier aus jetzt schlecht erkennen. Aber das müsste jetzt im Lauf bei links dafür ein Zugfahrer sein, aber er entscheidet sich für den Zugfahrer. Aber es ist mir kein Risiko eingegangen, nur vor das Mittel aufgezogen. Jetzt hat er die Messer.
Klasse Match von beiden. Wie also cool, wirklich hochklasse das Spiel. Dann bedanke ich mich sehr. Ja, vielen Dank fürs Kommentieren. Sehr und gern. Dann später. Ich mache jetzt auch der Martin Poli 3-2. Jetzt wieder eine kurze Pause bis zum nächsten Spiel. Aber den
Zurück beim TV-Tisch.
der Baltic Billiard Open, der ersten norddeutschen Meisterschaft für körperbehinderte Spielerinnen und Spieler. Wir sind hier mit einem echten Pionier des Handicap-Billiards, gerade in Action, der Hansi Benzinger aus Baden-Württemberg. Er hat beim Autounfall einen Arm verloren und hat aber dann gesagt, er will alles können, was zweiarmige Menschen auch tun, und hat er weiter Billard gespielt. Und das ist wirklich beeindruckend, was er mit einem Arm ganz normal Billard spielt. Also überhaupt kein Unterschied erkennbar, sonst würde da irgendwas fehlen. Er muss halt nur für seine fehlende Bockhand benutzt er eben das Hilfsköder. Extra so ein kurzes, was halt irgendwie ständig im Einsatz ist. Oder er benutzt die Bande. Und jetzt hat er den Tisch auch schon ganz gut runtergespielt. Das liegt halt gerade nicht sehr, sehr günstig. Versucht die rechts reinzulochen. Das war was klingt. Seine Gegnerin ist die Silvia Lammert, eine Spielerin aus Mollbergen in Niedersachsen. Sie ist regelmäßige Teilnehmerin der Ladies Rock and Pool Tour. Und sie hat eine Fußprothese, insofern gehandicapt. Das war jetzt ein Foul, weil nach der Kugelberührung keine Kugel die Bande berührt hat. Das heißt, Hansi hat Ball in Hand. Oder war das kein Foul? Ich habe jetzt immer falsch gesehen. Doch, das war ein Foul. Gut. Ganz klar aus der Perspektive, was da mit dem Puls ist. Scheinbar hat er da seine volle 5 mittendrin liegen und überlegt gerade, wie er das lösen kann. Hansi ist einer der, wie ich eben sagte, Pioniere des Handicap-Billiards. Er hat also damit angefangen, also ist einer der Initiatoren dieser offenen Landesmeisterschaften für Handicapte. Also, da gibt es schon, glaube ich, seit ein paar Jahren regelmäßig, vor allem im Süden Deutschlands, diese Landesmeisterschaften. Er veranstaltet die dann in Baden-Württemberg, dann gibt es die in Hessen, im Saarland, in Bayern. Nur eben bisher im Norden Deutschlands gab es ihn noch nicht, und deshalb sind das von Thorsten Meinken das ja in die Hand genommen und hier dieses großartige Event auf die Beine gestellt und die Handicap-Meisterschaften auch in den Norden geholt und auch richtig, also in was für einer Dimension ist der Wahnsinn. Also, oh ja, ich sehe gerade, ich habe wieder einen Co-Kommentator. Du kannst hier reinsprechen, ich habe ein Headset. Ich muss mich nochmal eine Stunde hinlegen, ich war so durch hier. Der Markus ist nun wieder bei mir. Es läuft hier gerade Hans-Peter Bentinger gegen Silvia Lammer. Gerade erst angefangen. Ja, also noch 0-0. Genau. Und ein bisschen problematisches Spiel, weil es beim Break nicht richtig auseinandergegangen ist. Er hat doch schon eigentlich alles weg bis auf die 5. Jetzt muss er wahrscheinlich ein bisschen Geduld haben. Ja, das klassische Problem. Alles weggemacht ist auf einen Kugel und wir laufen in die Safe-Falle. Ja. Wobei da hier wird sich das jetzt genau angucken. Ob es automatisch safe ist, ob sie ausschießen kann mit Ball in Hand oder ob sie weiter safen möchte. Aber das sieht nach einem Versuch aus, auszuschießen. Man sieht, Silvia hat ein Trikot an mit Sponsor. Wir haben hier bei dieser
bei der Bering Baltic Billard oben einige Mentoren quasi, also Sponsoren, die Spieler speziell sponsoren, damit sie hier teilnehmen können. Es gibt einige Fälle, das ist eine echt coole Idee. Also, ja, das ist im Behindertensport auch durchaus wichtig, also im normalen Sport auch. Und gerade hier haben wir Leute, die teilweise finanziell nicht so ganz gut aufgestellt sind. Und da sind sie dankbar um jede Unterstützung. Läuft das? Ich kann nochmal checken, ja. Nee, sind dann immer irgendwie Unternehmen aus der Region, aus der die Spieler stammen. Und dann gab es noch immer einen schönen Zeitungsbericht dazu, ein Trikot mit Schriftzug und schöne Sachen. Und da schießt der Knick. Das war knapp. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Silvia mindestens zwei Bälle hat, die sie theoretisch auf die jetzt halbwegs blockierte Tasche senken muss. Das wird Maßarbeit. Das kann auch schief gehen. Sucht direkt. Und zumindest hat sie nicht schwer gemacht. Ja, jetzt hat sie die Tasche blockiert. Das hätte schlimmer kommen können. Ja. Ja, sagt sie mit an. Oder dass sie, ja doch, dass sie mitfällt, ja. Über eine Bande. Und Faul. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Gelegenheit, mit Ball in Hand die 15 zu spielen, vielleicht auch die 14. Dann hat man direkt den nächsten Ball im Loch liegen und hat ein Problem gelöst, aber Silvia entscheidet sich erstmal für die freien Bälle und will das Problem mit der 8 wohl als Sicherung dort liegen lassen. Vielleicht auch an dem Fall, je nach, ne, man sieht ein starker Gegner. Und erneut der Versuch, diesmal kommt er aber wahrscheinlich direkt dran. Ja, selbst wenn man direkt drankommt, man müsste jetzt natürlich versuchen, beide Bälle in die Tasche zu senken. Das tut er auch. Aber zumindest will er jetzt unbedingt mal die 14 da weg haben, denke ich. Und dann vertraut er ein bisschen darauf, dass sie jetzt vielleicht nicht ausschießt. Ja gut, aber viel mehr blieb ihm ja auch gar nicht übrig. Richtig. Was will er noch machen? Doch, ich denke, das lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen. 1-0 für Hansi. 1-0. Break, das aber Silvia anstößt. So, wir haben jetzt eine gefallene Kugel, das heißt, die Silvia ist weiter dran. Jedoch ist noch nicht entschieden, wer von beiden jetzt halbe oder volle hat. Das entscheidet die erste Kugel nach dem Break, die korrekt angesagt zu senken wird. Was aus dieser Position heraus gar nicht so einfach ist. Es ist wirklich schwierig, keinen Foul zu machen. Das Überpacker, nah dran,
Hauser Mann schießt euch beim Start, um alle Zweifel auszuholen. Und er sagt es schon. War ein Durchschuss, ja. Er hat also die weiße Kugel lag zu Kress an der Objektball, das bei den Stoßen, das für die Weiße mehrfach berührt und weil sie nach vorne weitergeführt hat. Das ist leider verboten. Jetzt müsste man einen sogenannten Kopfstoß machen von oben. Genau. Oder von der Seite an der Kugel vorbeispielen. Oder das. Ja. Also insofern ist ja immer die Behinderungsgrade zu sehen. Also bei ihm ist das relativ ersichtlich. Da fehlt ein Arm. Ja. Bei der Silvia weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe eben schon erzählt, da fehlt ein Fuß. Ah, okay, da haben wir also. Sieht man dann nicht immer so. Genau. Genau, weil ich das ist und auf den ersten Blick nicht immer zu erkennen. Ja. Ja, das ist jetzt spannend, das zu sehen und wie die damit umgehen. Ja, ja, und wenn einem Fuß fehlt, hat man natürlich ein bisschen Standprobleme. Das ist nicht immer das Gleichgewicht. Was relativ schwierig ist, wenn man damit einen sicheren Stoß produzieren möchte. Da muss man schon sehr gut stehen. Und ja, wo das Problem bei einarmig ist, das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Mhm. Da fehlt einfach die Auflagehand. Das macht natürlich den Stoß auch sehr unsicher. Und schön zu sehen, was trotz dieses Problems dafür für saubere Stöße dabei rauskommt. Finde ich auch wirklich beeindruckend. Vor allem so dann noch irgendwie eine Qualität im Rückzieher hinzukriegen. Also da rein zu lutschen, das kann ich mir noch vorstellen, so gerade. Aber also wenn die Bälle jetzt so nahe der Bande liegen, kann man quasi die Bande als Auflage benutzen. Wenn die jetzt mitten im Tisch liegen, dann wird gerne die OMA benutzt, also die Kö-Auflagehilfe. Aber jeder, der das mal gespielt hat, weiß, dass das eine sehr unsichere Sache ist, unter solchen Voraussetzungen wirklich einen Ball mit Wirkung zu spielen. Da verreist man noch schon gerne mal. Und ja, wenn das dann klappt, ohne dass man verreist, dann ist das schon ein hoher Übungsgrad. Ja, man macht natürlich auch das seit Jahren und ich denke mir auch im Alltag, die Hand ist das wahrscheinlich einfach so geschickt damit, weil er eben alles mit diesem einen Arm machen muss. Klar, der wird natürlich extrem trainiert dann in dem Moment. Hey! Ein bisschen zu kurz oder ein bisschen zu weit, je nachdem, wie man es sehen möchte. Auf jeden Fall blockiert die Elf jetzt die 3. Die Vorbanden sind auch alle relativ abgesichert mit Kugeln, die da im Weg liegen. Das wird jetzt nicht so einfach. Also senken sehe ich da nicht. Berühren wird wohl möglich sein, um das Foul zu vermeiden, aber das ist auf jeden Fall ein Problem. Erzählen kann, der Hansi hat ja so ein Trikot, was er trägt, dieses Orangene, das haben wir eben auch schon beim Markus Wittner gesehen. Es gibt seit dieser Saison eine Ligamannschaft, ich glaube in Hessen spielen die, komplett auf Handicaplern bestehend. Ah, aber im normalen Ligabetrieb? Genau, im ganz normalen Ligabetrieb, aber ja, also ich würde sagen, alle, die hier spielen, spielen irgendwo im normalen Ligabetrieb mit. Das ist ja auch das Schöne am Billard, dass es so sich schön mischt. Und man nicht so streng trennt, Behinderte, Nicht-Behinderte. Aber jetzt gibt es eben so eine Mannschaft, die zusammengefunden hat. Ich glaube, aus Leuten aus Hessen, Baden-Württemberg. Nee, Karlsruhe spielen die, glaube ich, dann tatsächlich, weil sie irgendwo einen Ort haben müssen. Und spielen dann da halt ja, in der normalen Liga mit. Das ist in der Tat das Schöne beim Billard. Also, wir haben ja andere Sportarten. Aktuell zum Beispiel die Diskussionen um die Leichtathletik, wo darüber gestritten wird, ob jetzt jemand mit einer Beinprothese tatsächlich bei den Unversehrten mit antreten darf. Ja. Ja, so, weil der tatsächlich auch weiter springt als die. Das ist natürlich auch irgendwie. Ja. Und da ist man sich halt uneins, ob das an der federnden Beinprothese liegt oder ob der Mann einfach nur talentiert ist. Die Diskussionen haben wir in Billard nicht. Da darf einfach jeder mitspielen. Ja, unter der Voraussetzung, dass er sich keine Hilfsmittel
bedient, die nicht zugelassen sind. Also solche Omas, solche Köhlverlängerungen, solche Hilfsköhs, das darf jeder andere Spieler auch benutzen, wenn er möchte. Das ist also völlig okay. Ein selbst arretierendes Köh mit Laserpointer, das wäre dann für niemanden zugelassen. Kann ich das nicht mal bauen? Ja, ja, sowas kann man durchaus bauen. Ich fürchte nur, da kriegen wir ein kleines Regelproblem. Okay. Ja, nur das Problem ist halt, du spielst dann vom Laptop aus und nicht mehr am Tisch. Also das, ja, das würde auffallen, glaube ich. Genau. Ja, das ist was anderes wie ein Spickzettel in der Schule, ne? Den kann man nicht verstecken. So, jetzt schon ist der Hansi, das hier auszumachen. Genug Winkel auf die 3, um da hochzukommen. Ja, ein wenig zurück. Der Stellung hätte man noch leben können, aber die 3 ist nicht gefallen, von daher wird das auch gelöst. Wie das immer so ist, noch eine Kugel auf dem Tisch und man sieht keine Stellung. Also das wäre jetzt so ein Ball mit zwei Händen, würde ich sagen, ein leichter Bogenball vielleicht in die Vorbande hinter die 11, aber mit einer Hand ist das ein extrem schwieriger Stoß. Da wird es wahrscheinlich eher über die einfache Vorbande gehen. Und der war gar nicht schlecht. Wenn der dann nicht reingeht, darauf hat man dann auch keinen Einfluss. Ja, ein bisschen Pech. Also so auf den letzten Millimeter über den langen Weg, über die Vorbande, das hat man nicht mehr drin. Also da muss man ein bisschen Glück haben. Ich bin gerade am... an einem anderen Tisch jemanden, der dem auch ein Stück vom Arm fehlt, der diese Kühlverlängerung also quasi an seine Prothese gebaut hat. Also da ist, siehst du das da? Tisch 5. Also was noch alles so möglich ist. Das ist ja mal echt tricky. Ja. Schade, dass die Kamera da gerade nicht vorfällt. Vielleicht doch mal irgendwann noch an den TV-Tisch organisieren heute. Das wäre mal interessant zu sehen. Das ist wirklich ein interessantes Gerät. Das Ding ist auf jeden Fall spannend, ja. So, oh, jetzt das war der zweite Versuch mit dem Vorbänder. Ähnlicher Ball wie eben. Diesmal allerdings mit Erfolg. Jetzt haben wir noch eine lange 8. Ja, die ist auch nicht unschwer. Ich weiß nicht, ob die Weite bei Gefahr läuft in die Mitte. Das ist auch noch ein Zusatzproblem. Aber das kann man verhindern. Der Winkel war flach genug. Hat ihn aber noch flacher gemacht. Ja. Nicht getroffen. Und dann hat man versucht, ein bisschen dicker zu spielen, aber wegen genau dieser Gefahr weiße Mitte, aber das wäre gar nicht so viel nötig gewesen. Das hätte auch so gepasst, denke ich. Thank you.
direkt Loch war, denke ich. Ne? Ja, ich meine, der Ballvorbande auf das Eckloch, den hat er ja jetzt schon zweimal gespielt, ne? Vielleicht. Oh ja, den hat er drin, das stimmt. Könnte also, man da jetzt ein wenig Trainingseffekt unterstellen? Ja, immerhin kein Foul gemacht. Foul vermieden, die weiße Press an die 12 gelegt. Acht ein bisschen spielbarer rausgeholt, damit es eigentlich egal ist, fast egal, wo die liegen bleibt, wenn sie nicht gerade irgendwo dahinter liegt. Auf jeden Fall sehr schwer liegen gelassen. Aber auch der ist schwierig. Doch, man kann ihn nur ein Loch beilegen lassen. Es gibt immer irgendwo einen Platz auf dem Tisch, wo es ja geht. Leider. Das ist eine Bande. Winkel auch nicht. Jetzt liegt die 8 natürlich wieder so, dass sie möglicherweise beim nächsten Versuch wieder nicht lochbar liegt. So, lassen wir uns überraschen. Allerdings ist die 15 auch ein Ball, der die Weiße auf die andere Tischhälfte wieder zurückschicken wird. Außer man spielt in der Sache. Früher oder später musste Silvia halt auf genau, die andere Tischhälfte zurück, weil ihre letzte Kugel da liegt. Und das ist aus dem Winkel jetzt auch gar nicht so einfach. Da kann viel passieren. Ich versuche es gar nicht so richtig, aber nee. Das ist halt auch wieder für den Hansi schlecht. Genau. Sehe ich auch so. Und dann müsste man da sinnigerweise eigentlich ein Safe spielen. Was würde dir für uns einfallen? Ja, es gibt Möglichkeiten, zumindest den Ball schwer zu machen. Also wenn ich jetzt auf die 12 spielen würde und ich würde den auf die linke Tischhälfte legen, dann wäre die 8 schon kaum ersetzbar. Aber sie hat tatsächlich versucht, die 11 irgendwo an der 8 vorbeizuspielen. Wo ich glaube, aber gar kein Weg war. Das Ergebnis ist jetzt auf jeden Fall eine einfache 8 für den Gegner und das würde sich wohl kaum nehmen lassen. Kann ich vielleicht auch kurz was vorher erzählen, das ist einmal die Sponsoren der Baltic Billiard oben. Kugeln spielbar. Kugeln sind insgesamt noch recht eng beieinander.
das wirklich auszugießen, ist möglich, aber nicht ganz einfach. Nun dann, entspannen wir uns und sehen, was er plant. Ja, hat er direkt im Abschluss schon gesehen, dass das nicht passt. Das wusste er schon, bevor der Ball ankommt. Ist auch in der enttäuschten Bewegung aufgestanden. Man merkt, er ist nicht zufrieden. Er ist jetzt schon da überlegen, ne? Also in dem Spiel, aber mit seinem eigenen Spiel ist er nicht so zufrieden. Das sieht so aus, wobei ich mir da keine großen Sorgen machen würde im Moment. Die Halben liegen recht wichtig eigentlich. So ein Konter, dass da jetzt voller ausgeschossen werden, sehe ich da noch nicht. Ich denke, da hat er auf jeden Fall mal Gelegenheit, in Ruhe dran ja, zu kommen, genau, und das nochmal zu versuchen. Müsste eigentlich nicht sich zu ärgern, sondern einfach ein bisschen Geduld haben. Dummerweise ist die Stellung jetzt auch wieder so, dass man wieder nur jene Ecktasche anspielen kann, die blockiert ist. Diesmal sehe ich auch keinen dünnen Ball, der noch irgendwo anders reingehen würde. Da kann man nur versuchen, beide Bälle zu senken. Für die Distanz würde ich schwierig bleiben. Nein, warten. Wir müssen noch weiter. Ganz oben. Zu sehen, hat jetzt einen langen, schwierigen Ball genommen, wo die 13 eigentlich einfacher gewesen wäre. Aber er hatte bei dem langen Ball einfach die Bande, wo er das Tür hinlegen kann. Ja. Bei der 13 hätte er quasi die Bande nehmen müssen, wo 9 und 14 und 5 liegen, und da wäre er einfach nicht gut rangekommen. Er hätte das Hilfstür nehmen müssen. Das mag er anscheinend nicht so sehr. Also hat er sich erstmal für den aufwendigen Ball entschieden. Und ist gut gelöst. Ja, jetzt liegt da ein Kombi in der Luft. Jetzt werden wir 9 auf 14 sehen. Und dann hoffentlich mit einer Stellung, die er danach für die 13 verwerten kann. Oder vielleicht für die 9, die im Loch liegen bleibt. Die nicht im Loch liegen bleibt, oder ist nicht schlimm dann da? Jetzt noch. Kommt er aber über die Bande dran. Jetzt kann er das Köder auflegen. Die Bälle, die vorher da gestört haben, sind weg. Die Frage ist, ob er die 15 vielleicht von da aus sogar spielen kann, weil die 15 ist auch der Problemball. Der geht so ohne weiteres nicht überall rein. Möglicherweise passt er durch die Lücke in das Eckloch, wo jetzt die Weiße liegt. Das hat er sich gerade angesehen. Ja, hat er sich die Stellung dafür besorgt, um den auch da reinspielen zu können.
Jetzt geht es danach nur noch um die Frage, wenn wir den gesenkt haben, was macht die Weiße und wohin schießt sich die 8 danach? Auch das wird jetzt wieder vermessen und angeguckt. Geht die 8 in die Mitte, dann kann man die Weiße einfach nachlaufen lassen. Das ist dann technisch nicht so schwierig. Gerade weil der ja auch so nah an der Wand ist. Genau, da kann man eh kaum was anderes spielen als einen Laufball, also einen Ball, den man oben ansetzt. Den Ball dort tief zu spielen und den Winkel zu verändern, ist da kaum möglich, weil kein Platz. Und jetzt hätten wir fast das gesehen, was wir im Snooker einen Flug nennen. Ein Ball, der eigentlich verschlossen wurde und dann trotzdem über drei Ecken da ins richtige Loch fällt. Ja, jetzt ist das Problem mit dem blockierten Loch. Beide Senken halte ich dafür nicht möglich. Weil da zwischen Winkel sind. Genau, dran vorbeigehen geht da auch nicht. Safe-Variante ist natürlich möglich. Dass man den jetzt so fest an die Wand legt, dass man den im Prinzip auf direktem Wege nicht mehr da senken kann, sondern dass man den in eine Vorbande gehen muss. Was die Sache natürlich deutlich schwieriger macht. Der sieht gut aus. Schade, der fällt mir zu gut. Die Bannbälle übt er, die Spazier ganz gut. Das ist natürlich die goldige Gelegenheit, mit Ball in Hand. Schwierige 8, kann man auch Mitte spielen, kann man lang spielen. Wird Mitte versuchen, denken. Vielleicht hat sie Glück, dass falls sie verschießt, es danach halt schlecht liegt, weil die Weiße automatisch hier unten bleibt. Also vom Anvisieren her sehen wir einen Versuch auf Mitte. Wenn jetzt keine andere Ansage kommt, dann... Das wurde. Ja, das sind Winkel, die schwer zu sehen sind. Also je spitzer der Winkel auf die Mitteltasche ist, umso kleiner wird das Loch auch. Weil einfach die Ecke, die davor liegt, quasi den Tascheneinlauf verdeckt. Knapp. Aber wirklich knapp. Aber wie ich gesagt habe, die Weiße liegt jetzt so, dass das auf jeden Fall kein Einfrauball ist. Hätte man das noch konsequenter spielen können, also ein bisschen fester, dann wäre die 8 sogar runter an die andere Bande gelaufen und dann wäre der Ball sehr, sehr schwer geworden. Aber war schon schwer genug. So, da haben wir den letzten Versuch auf die Mitte, würde ich mal sagen. Ja. Machbar. Ja, eigentlich so. Und den machen wir. Jawohl, und wir haben den Anschlusstreffer 2-1. Wir haben einen Break ohne gefallenen Ball.
wieder relativ eng zusammen, die Kugel. Ja, ich würde schon sagen, dass die Vollen deutlich günstiger liegen. Mhm. Also ich erwarte jetzt mal, dass sich eine volle Kugel aussuchen wird. Was sieht dann noch aus? Also man hat halt bei den Halben das Problem, die 10 ist ein Problem, während die 1, die dabei liegt, glaube ich, in der Mitte senkbar ist. Bei 10 ist das schon schwieriger, geht auch, aber ist spitzer. Mhm. Die 9 geht nicht direkt in die Ecktasche, die 4 wohl. Ja, also die 11 liegt ziemlich tot, während die 5 und 7, die abdecken, beide senkbar sind. Also es war schon eine klare Präferenz für die vollen Kugeln hier. Hätte man sich dann die Halben ausgesucht, glaube ich, sollte man das nur tun, wenn man sich selbst eine Aufgabe stellen will. Ja. Konzentriert. Ja gut, aber von da aus muss man auch erstmal eine halbe senken. Das wird auch nicht so ganz einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob gerade 10 noch in die Mitte geht, oder Zweifel. Und 12 lang guckt sich auch gerade, glaube ich, an. Genau, das hast du schon. Ja. Wer hat deine Meinung? Was? Oh, eine Kombination auf die Mitte. Aber die passt doch nicht vorbei. Das erscheint mir auch. Ah ne, der ging tatsächlich direkt noch. Aber nicht an der 2 vorbei. Ja, das war das Problem. Kombi, hier 5. Genau das, was ich befürchtet habe. Man hat immer so den Reflex oder den Instinkt, ja, den Ball so einzuspielen, als würde man quasi in das Loch spielen. In dem Fall ist es aber so, man muss die 5 hier außen treffen, das heißt, man muss die 4 so spielen, dass man im Loch vorbeischießt. Und manchmal macht man das unterbewusst einfach nicht. Man denkt da nicht drüber nach und dann, ja, trifft man ihn auf der falschen Seite und gefällt er nicht. Dann dürfte danach die 2 in die Mitte eventuell möglich sein. Was hat er hier unten noch liegen? 4 und 5, die Kombi eben, ja, okay. Das wird auch schwierig zu stellen, also 4 Kugeln im Weg liegen. Das ist wahr.
Kann ich versuchen, mit viel Wirkung weit aus der Bande rauszukommen oder mit wenig Wirkung flach zu bleiben und sich die Lücke zwischen 10 und 11 zu stellen. Das hat er getan. Wobei man danach natürlich eine Kombination spielen muss. Ne? Also da wird es entweder über die 7 oder über die 5 gehen. Kombi, ja, das funktioniert nicht so bei ihm gerade. Nee. Ich glaube, er ist auch nicht ganz glücklich. Das kann er besser. Für die 7 und 2. Genau, von daher sollte man erstmal die 5 spielen, dann braucht man wenig Wirkung, die ist nach dem Loch. Und dann kann man die Weiße vielleicht noch halten, sodass danach der Winkel auf die 7 noch spielbar ist. Aber ich glaube, wenn die Weiße einen Meter weniger gelaufen wäre, wäre das deutlich lieber gewesen. Ja, jetzt wird die auch schon ganz schön schnell, ne? Gut, er kann aber sehr sachte stoßen. Ja. Würde er jetzt die 7 angehen, hätte er einen weiten Weg zur Tasche, da müsste er schon viel Wirkung geben. Aber das war zu sachte. Das war zu sachte, ja. Da hätte er noch ein bisschen Luft gehabt. Das stimmt, weil jetzt hat er ja fast einen geraden Ball auf die 7 liegen. Was auch nicht optimal gewesen wäre, genau. Also für die Zuseher, die von dem Spiel noch nicht so viel verstehen, ein Ball ohne Winkel, also ein gerader Ball, wo Spielball und Objektball in einer geraden Linie liegen, hat einfach nur sehr limitierte Möglichkeiten bei dem, was man mit ihm machen kann. Man kann ihn einfach nur in eine Richtung stellen. Man kann ihn laufen lassen, man kann ihn zurückziehen, man kann ihn stehen lassen. Aber man kommt nicht mehr nach links, nach rechts mit dem Ding. Und von daher sagen wir immer, ein Ball ohne Winkel ist ein großer Ball. Das ist nämlich eine große Schwierigkeit, glaube ich, von Hansi. So schlimm ist es nicht. Ich dachte, er hat einen ganz bösen Überpacker. Aber ja, das Kühl passt dazwischen irgendwie. Sein Hilfskühl. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, diese Oma, die da drauf ist, also diese Brücke hochkant zu stellen. Ne? Dann hätte er von oben über die Dinger drüber gehen können. Aber. Ja, aber das ist halt einarmig wahrscheinlich fast schon möglich, wenn die wirklich presst daran liegt, dann so einen sogenannten Überpacker zu spielen. Ein kleiner Trick, man hat den als Vorwender gespielt. Man hätte den auch direkt spielen können, dann hätte man ihn aber auf der linken Seite treffen müssen. Das wiederum hätte dafür gesorgt, dass die Weiße abhaut, weg von der 7. Und so hat man ihn über Vorbande gespielt, und dann trifft er ihn von der rechten Seite und er fällt. Und die Weiße bleibt da liegen, wo man die 7 spielen kann. Ein bisschen zu weit wieder, sodass die 8 jetzt da schwierig wird. Ja, jetzt hat er extrem dünnen Ball auf die Ecktasche, das ist annähernd 90 Grad. Sehr, sehr schwer zu treffen. Ist da vielleicht sogar ein bisschen Gefahr, aber heißt, sie geht ab? Könnte sein. Ich würde denken, wenn er die so dünn spielt, also wenn er so richtig dünn spielt, dann würde er wahrscheinlich die 11 noch berühren. Wenn er so einen Ticken zu dick spielt, dann fällt aber auch die 8 nicht, ne? Dann könnte das tatsächlich dran vorbeilaufen. Ich glaube, er versucht sogar einen Fish-Shot. Er versucht also die 8 auf die 11 zu spielen. Sicherere Variante. War aber aus dem Winkel, glaube ich, nicht machbar. Hm.
das ist die Situation, der Gegner nur noch die 8. Alle Bälle, alle halten sind jetzt frei spielbar, da liegt kein großes Problem mehr. Jetzt müssen wir im Prinzip nur noch runterspielen. Was natürlich aber auch je nach Spielstärke nicht selbstverständlich ist. Also das kann man auch schon mal liegen lassen. Aber zwar einfach zu sagen, natürlich enorm. Wenn da keine Stürme, die gegnerischen Bälle mehr im Weg liegen. Muss auch kein Problem liegen, insofern, dass irgendwie was im Weg liegt. Die 10 geht hier unten auch rein. Ne? Ich muss jetzt nur noch sehen, dass man keinen Senkfehler macht und dass man eine vernünftige Reihenfolge spielt und sich immer eine vernünftige Stellung legt. Aber da ist jetzt keine große Schwierigkeit mehr auf dem Brett. Aber er könnte hinter der 11 liegen bleiben. Hier natürlich nicht bei den Profis, wir sind ja immer noch bei den Amateuren. Und die machen natürlich auch gerne mal einen vermeidbaren Schussfehler. Das wird man bei den professionellen Jungs so nicht sehen. Oder hochgradig selten. Aber hier ist das natürlich immer mit zu kalkulieren. Das ist so glückhaft, dass die Weiße da so hinter der Elf sich versteckt. Ich glaube, jetzt kriegen wir einen sogenannten Jump-Shot zu sehen. Und zwar mit einem Arm, also das ist wirklich... Das ist eine Höchstschwierigkeit. Die Leute, die es aus der Kneipe kennen, man sieht ja schon mal so fliegende Weißen. Das wird dann aber in der Kneipe generell so konzipiert, dass man unten anspielt und quasi nach oben baggert. Das ist relativ einfach, das ist aber verboten. Im Sport ist das, tatsächlich nur so erlaubt, dass man die Weiße von oben oberhalb der Hälfte, oberhalb der Mitte anspielen muss und dass die Weiße durch den Druck, den man auf der Platte ausübt, dann abhebt. Technisch viel, viel schwieriger. Und das mit einem Arm, ja, das gucke ich mir jetzt gerne mal an, habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Die sind auch sehr nah beieinander. Ja, die Distanz zu diesem Objektball, den man überspringen muss, ist klein. Das wird auf jeden Fall spannend. Wahnsinn. Hervorragender Stoß. Also, das finde ich wirklich. Aber natürlich dann auch nur noch sehr schwer zu kontrollieren. Ja, aber es ist voll vermieden, das ist, glaube ich, das Wichtigste im Moment. Alleine über die kurze Distanz mit einem Arm, mit dem Höchstmüll, da einen Jumpstart draus zu machen, ja. Das war schon sehr sehenswert. Hat er die Chance? Ja, langer Ball. Langer Ball ist ein schwerer Ball. Wenn man beim Zielen einen Millimeter daneben liegt, dann wird das nach 1,50 Meter werden das dann schnell ein Zentimeter. Das ist, also produziert sich mit der Strecke. Und von daher ist die Anforderung an die Präzision bei langen Bällen immer extrem hoch. Und da haben wir es gesehen. Es fehlte ein kleines bisschen. Ja. Ja, auch nichts ja. Schönes hingelegt. Wenn der nicht zufällig Richtung Loch links liegt, dann ist das jetzt ein Problem. Man könnte natürlich noch ein Safe spielen, indem man die Elf ganz leicht auf der rechten Seite platziert und die Weiße quasi direkt wieder hinter die Elf legt. Das ist natürlich. Aber das erfordert schon ein bisschen Feingefühl. Wenn die Ticken zu fest der Stoß, dann ist er ja nicht mehr abgedeckt. Und die Ticken zu leicht, wenn man hat einen Foul, weil nach der Kombolage kein Ball mit dem anderen läuft. Ja, die 8 liegt so weit im Loch, das war nichts mehr. Andererseits hat man da aber auch kaum mehr Möglichkeiten. Also, wenn man ein Safe spielen möchte, dann muss man schon ein Spiel wieder kackig sein. Der hat in der aller Regel hat der auch diesen Druck. Aber ich denke, wir sehen noch was. Nee. Das war ein Foul. Jetzt hat man Ball in Hand auf eine 8. Loch. Ich denke, das sollte es dann gewesen sein. Es ist noch spannend, ob dieses Spiel bis 3 oder bis 4 geht. Bis 3, das heißt, das ist der Matchball. Okay, Hansi gewinnt 3-1.
So, die Partie ist beendet. Damit läuten wir eine kurze Moderationspause ein. Genau. Das kann ich mal kurz erklären, warum manche bis drei und manche bis vier spielen. Es gibt Gruppen, in denen ein Freilos dabei ist. Und die spielen dann bis vier, damit sie ein bisschen länger spielen. Genau. Bis zum nächsten Spiel hier auf dem TV-Tisch. Dann keine Pause. Bis gleich. Thank you.